So, hallo. Wir möchten den Vortrag mit einer Szene aus Ian Softleys Hollywood-Film Hackers von 1995 und einer Gegenüberstellung mit Videostills aus Sabine Helmers Enter Hack Mode beginnen. That's a nice score for a girl. Think you can do better? Der gezeigte Ausschnitt aus dem Hollywood-Film und die Videostills regen beide zum Nachdenken über die historische Komponente des Verhältnisses von Geschlecht und Technologie an, über Geschlechtertypen. Und darüber, wie das Verhältnis von Frauen und queeren Personen und Technologie Mitte der 1990er Jahre dargestellt und wahrgenommen wurde. Konkret geht es hier um die Beziehung zwischen Geschlecht und den Technologien, die den Berechnungen von Computern zugrunde liegen. Während Hackers sehr deutlich den Sexismus in der Szene hervorhebt, schreibt Helmers: Gender. Hackerdom is still predominantly male. However, the percentage of women is clearly higher than the low single-digit rate typical for technical professions. Unser Vortrag möchte aufzeigen, dass die Vorstellung einer männlichen Dominanz in der Gestaltung von der Beziehung zu Computertechnologien und dem Cyberspace auf einer sexistischen und reduktionistischen Annahme beruht und dass Frauen und queere, nicht-binäre Personen diese Beziehungsgestaltung und die damit verbundenen virtuellen und realen Räume von Anfang an aktiv mitgestaltet haben. Folgen wir der These von Alex Kitschow, that we are all girls online, so artikuliert unser Vortrag einen Widerstand zur Erzählung einer männlichen Online-Dominanz. Statistiken und Zahlen bilden eine wichtige Erzählung oder eine wichtige Komponente im Kampf für geschlechtergerechte Verhältnisse. Das Teilen von Geschichten zu gelebten und lebendigen queer-feministischen Räumen und Praktiken ist ebenso zentral. Der Cyberfeminismus selbst beinhaltet heterogene, sich zum Teil sehr widersprechende Phänomene. Unter dem Begriff können eine Vielzahl von unterschiedlichen Akteurinnen, Kollektive und Formate zusammengefasst werden. Wir hier bei unserem Vortrag werden einen sehr engen Ausschnitt dessen betrachten, was Cyberfeminismus und das Girl Online ausmacht, auch im Bewusstsein darüber, sehr viele Leerstellen offen zu lassen. Obwohl ein sehr einflussreiches Dokument für den Cyberfeminismus, auf das wir auch gleich noch eingehen werden, nämlich The Cyberfeminist Manifesto for the 21st Century, in der Zeit vor dem Mainstream-Internet veröffentlicht wurde, ist es jene Zeit, das Jahrzehnt des World Wide Web, also die 90er Jahre, in denen die cyberfeministische Bewegung ihre Netzwerke aufbaute und ihr Selbstverständnis entwickelt. Es ist jene Zeit, in denen zahlreiche Kollektive, wie zum Beispiel hier VNA's Matrix, entstehen. Man sieht hier VNA's Matrix als kleinen Virus, der quasi den Cyberspace infiltrated, spannenderweise vor dem Backdrop der Wüste, in der Mad Max aufgenommen wurde. Es ist auch jene Zeit, in der sich das Old Boys Network formiert. Es ist jene Zeit, in denen Websites wie Geek Girl, Women's Wire, was für Women's Information Research Exchange steht, oder Women's.net oder die Webgirls entstehen. Es ist jene Zeit, in denen Mailinglisten von und für Frauen entstehen, wie zum Beispiel die möglicherweise einen von euch bekannten Faces-Mailinglist, die auch heute noch aktiv ist. Es ist jene Zeit, in der NetArt und CD-ROM-Produktionen entstehen. Ich habe hier eine Arbeit mitgebracht von Olia Lia Lina, If You Want to Clean Your Screen. Sure, nothing to be.
So, ich habe hier jeden Screenshot ausgewählt von der Landingpage von der Mailingliste Faces. Das ist ein Screenshot von 2001 damals mit der Wayback-Maschine, auf der Diane McCarthy, sie ist eine der Mitbegründerinnen von Faces, übrigens auch von Reboot FM, zu sehen ist, wie sie Essen zubereitet. Das auch nur schon mal als eine Vorwegnahme, dass die Zusammenkunft selbst und die Dinnerparty ein wichtiges queer-feministisches Element des Widerstandes ist. Mit If You Want to Clean Your Screen, die Arbeit, die wir gerade gesehen haben, reiht sich auch Olia Lialina in jene feministische Tradition ein, die darauf hinweist, dass Sorge und Instandhaltungsarbeit und auch die Wertschätzung dieser Sorge und Instandhaltungsarbeit wichtige Werte für das Über- oder Leben einer feministischen Gesellschaft darstellen. Ich erinnere hier auch an das Manifesto for Maintenance Art von Myrle Leiderman Ückeles von 1969. Ebenfalls in den 90er Jahren gegründet von Rosie Cross mit Slogans wie Put down that pony and pick up a computer oder Girls need modems wurde das Online-Magazin Geek Girl veröffentlicht, das auch noch heute online ist. Es waren zahlreiche Chatrooms, Newsgroups, On- und Offline-Plattformen für Networking, Skillsharing rund um das Thema Frauen und Technologie, Hacking und Internetnutzung von und für Frauen, die damals entstanden sind. Zunächst vor allem von Protagonistinnen aus den USA, Australien und Europa. In einem sehr aktuellen Interview, das Cornelia Sollfrank, sie war Gründungsmitglied der Künstlerinnengruppe Frauen und Technik oder Innen, beides übrigens Kollektive, die hier in Hamburg gegründet wurden. Und sie war auch Gründungsmitglied von den eben genannten Old Boys Network, sagte sie, und hier zitiere ich, als wir Cyberfeminismus praktiziert haben, waren das andere Ausgangsbedingungen. Der Begriff hat eine historische Anbindung an die Utopien, Fantasien und Wünsche der 90er Jahre. Für ein historisches Verständnis von Cyberfeminismus und Cybergirlism möchten wir zunächst noch mal ganz kurz an die Ursprünge der Entwicklung von Computernetzwerken und des Internets erinnern. Die reichen nämlich bis in die späten 1950er Jahre zurück. Das ARPANET ging 1969 mit 4 Nodes online. Es dauerte aber noch ziemlich lang, bis in die 90er Jahre, bis weitere technologische Formate entwickelt wurden und die Verbreitung des Internets richtig Mainstream wurde. Es war Anfang der 90er Jahre, als jene Formate und Protokolle entwickelt wurden, die wir auch heute noch täglich nutzen, wie zum Beispiel HTML, das Hypertext Markup Language, HTTP, Hypertransfer Protocol, oder die URL, Uniform Resource Locator. Es war 1994, als Netscape Navigator online ging, der erste kommerzielle Webbrowser. Netscape Navigator ist der Vorläufer des heute noch weit verbreiteten Firefox-Browsers von Mozilla. Das Maskottchen hat sich quasi zum kleinen zu dem anderen Tier entwickelt. Genau. Wieso erzählen wir das überhaupt? Uns ist es wichtig, nochmal hervorzuheben, dass die dominanten Formate, wie zum Beispiel HTML, HTTP, URL oder Anwendungen wie Netscape, auch schon von den jungen Cyberfeministinnen in ihren Anfängen intensiv genutzt worden und dass es schon von Anfang an quasi eine Ambivalenz gab zwischen den Applikationen, die genutzt wurden, und den Inhalten. Anfang der 90er war, wie vielleicht auch viele von euch wissen, noch ein großer Netzutopismus verbreitet. Beispiele für diesen Netzutopismus finden sich etwa im Lexikon-Eintrag zum World Wide Web von dem Friendly Girl's Guide to the Internet des Online-Magazins Geek Girl, hier ganz unten zu finden. World Wide Web, the hottest and grooviest resource on the Internet and a multimedia front-end to the information superhighway, requiring a browser such as Netscape or Mosaic to access pages. WWW is the place to see or be seen. WWW is the best. I love it. Im selben Glossary findet sich übrigens auch eine Definition für das Geek Girl selbst. Geek Girl, smart, funny, cool chick who knows how to make the most of the Internet. Zeitlich parallel gibt es natürlich auch schon sehr viele kritische Stimmen.
1998 schreibt Faith Wilding in ihrem Text Where is feminism in cyberfeminism? Despite the indisputable groundbreaking contributions by women to the invention and development of computing technology, today's internet is a contested zone, historically originated as a system to serve war technologies, and is currently part of masculinist institutions. Wie gesagt, ist diese Ambivalenz in Bezug auf Systeme und Applikationen, welche Cyberfeministinnen nutzen, von Anbeginn an innewohnend. Anfang der 1990er Jahre wurde der Begriff Cyberfeminismus selbst von verschiedenen Seiten aufgegriffen. Das bereits erwähnte Cyberfeminist Manifesto for the 21st Century des australischen Kollektivs VNS Matrix wurde 1991 verfasst. Der Gründungsmythos des prototypischen cyberfeministischen Kollektivs, das von 91 bis 97 aktiv war, findet sich heute auf deren Archivwebseite wieder. VNS Matrix crawled out of the cyber swamp in the particularly hot summer of 1991, and via an aesthetics of slime initially generated as porn, by women for women, VNS Matrix forged an unholy alliance with technology and its machines, and spewed forth a blasphemous text which was the birth of cyberfeminism. VNS Matrix was on a mission to hijack the toys from techno-cowboys and remap cyberculture with a feminist bent. Und an dieser Stelle möchten wir euch natürlich auch nicht das Manifest selber vorenthalten. Es ist hier zu sehen als großformatiges Plakat, das eben in australischen Städten quasi noch vor dem Mainstream-Internet distribuiert wurde. Es wurde aber auch per Snail Mail, also langsamer Post, distribuiert oder als Poster, so wie hier in Posterform. We are the modern cunt, positive, anti-reason, unbound, unleashed, unforgiving. We see art with our cunt. We make art with our cunt. We believe in Cézanne's madness, holiness, and poetry. We are the virus of the new world disorder, rupturing the symbolic from within, saboteurs of Big Daddy mainframe. The clitoris is a direct line into the matrix, the VNS matrix. Terminators of the moral codes, mercenaries of slime go down on the altar of abjection. Probing the visceral temple, we speak in tongues, infiltrating, disrupting, disseminating, corrupting the discourse, we are the future cunt. Während das cyberfeministische Manifest, wie die Gruppe selbst schreibt, ein gin canonical, also im Sinne von gynäkologisch-kanonischer Text ist und das Kollektiv, also we, den weiblich gelesenen Körper, das libidinöse und eine poetische Sprache in den Mittelpunkt stellt, wird diese Form und Ästhetik viele spätere cyberfeministische oder feministische Projekte prägen. Ich habe hier ein aktuelles Beispiel mitgebracht, von der in Berlin lebenden Künstlerinnengruppe Fantasia Malware aus ihrem fantastischen, chaotischen und libidinösen Game The Life of Saint Fiona Bianca Xena, das The Slug, also die Schnecke, zentriert. Das Manifest von VNS Matrix kann als direkte Kampfansage an den symbolischen Phallus in der psychoanalytischen Tradition gelesen werden, als Anti-Big Daddy, wobei die Klitoris selbst eine disruptive Technik verstanden werden kann. Die Autorin Claire Evans schreibt im Rahmen der Net Art Anthology Ausstellung von Rhizome 2016, also quite recently, in a cyberfeminist manifesto for the 21st century, us is a modern cunt and them has a name, Big Daddy Mainframe. He is an Oedipal embodiment of the techno-industrial complex. Cyber sluts must slime his data banks to end the rule of phallic power. It is as much an exercise in worldbuilding as a manifesto. VNS Matrix selbst weisen auf ihrer Archivwebseite darauf hin, dass der Cyberfeminismus mehrere spontane und gleichzeitige Ausgangspunkte hatte. Für V. Barrett, Francesca da Rimini, Julian Pierce und Josephine Starr ist klar, dass die VNS Matrix aus verschiedenen Beziehungen hervorgeht.
anderer Strang des Cyberfeminismus. Sieht aber das Buch Zeros and Ones von Sadie Plant als offiziellen Beginn dieser Bewegung. Das 1997 erschienene Buch verwebt verschiedene Stränge aus feministischer Theorie, Philosophie, Theorie der Biologie, Psychoanalyse, Cyberpunk sowie historische Analysen und erzählt eine bis dato ungehörte Geschichte der vielfachen Überschneidungen von Gender- und Technikgeschichte. Plants Ansatz steht in der Tradition der Dekonstruktion, was bedeutet, dass vor allem fundamentale Machtverhältnisse und Machtrelationen kritisiert werden. Bei Zeros and Ones bezieht sich das auf die patriarchale Tradition des universalen Mannes und der ihm untergeordneten, differenzierten Frau. Ausgehend von der Biografie von Ada Lovelace, einer britischen Mathematikerin, die maßgeblich an der Entwicklung des ersten Computers, der Analytical Engine, beteiligt war, rollt Plant die verwobene Geschichte von Frauen und Technologie von hinten auf. So liest Plant die Umstände der Textilproduktion, die eine traditionelle Frauendomäne war und deren Arbeit anonymisiert und marginalisiert hat, als maßgebliche Voraussetzung zur Entwicklung von digitalen Technologien und Programmieren. Denn bevor es Programme oder Algorithmen gab, waren es Weberinnen und Stickerinnen, die immer wieder die gleichen Muster ausführten, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Sie haben Fäden und Textilien also sprichwörtlich programmiert. Zu der historischen Rolle von Frauen in der Entwicklung neuer Technologien schreibt Plant: Women have not merely had a minor part to play in the emergence of the digital machines. When computers were vast systems of transistors and valves which needed to be coaxed into action, it was women who turned them on. They have not made some trifling contribution to an otherwise man-made tale. When computers became the miniaturized circuits of silicon chips, it was women who assembled them. When computers were virtually real machines, women wrote the software on which they ran. And when computer was a term applied to flesh and blood workers, the bodies which composed them were female. Hardware, software, wetware, before their beginnings and beyond their ends, women have been the simulators, assemblers and programmers of the digital machines. Der Titel Zeros and One bezieht sich also auf den Binärcode, der alle Interaktionen mit dem Computer in eine gemeinsame Sprache bringt. Ähnlich wie in Haraways Cyborg Manifesto, auf das ich gleich noch eingehen werde, spielt Plant mit der Dekonstruktion binärer Gegensatzpaare wie männlich-weiblich, Natur-Technik oder Chaos und Ordnung. Da diese Grenzen im Cyberspace weiter verwischen, sieht Plant darin emanzipatorisches Potenzial, Binaritäten zu überwinden und sich stattdessen mit dem Dazwischen auseinanderzusetzen. Ein fluides Verständnis von dem Spektrum zwischen 0 und 1 lässt auch nicht-binäre und fluide Verständnisse von Gender zu, die sich über den heteronormativen Zwang patriarchaler Gesellschaften hinwegsetzen. In diesem Sinne rechnet Plant digitalen Technologien auch ein utopisches Potenzial zu, zumindest noch im Jahre 1997. In ihrem Artikel On the Matrix, Cyberfeminist Simulations von 1996, schreibt sie hierzu: Digitization sets zero free to stand for nothing and make everything work. The ones and zeros of machine code are not patriarchal binaries or counterparts to each other. Zero is not the other, but the very possibility of all the ones. Zero is the matrix of calculation, the possibility of multiplication, and has been reprocessing the modern world since it began to arrive from the East. It neither counts nor represents, but with digitization, it proliferates, replicates, and undermines the privilege of one. Zero is not its absence, but a zone of multiplicity which cannot be perceived from the one who sees. Gleichzeitig dekonstruiert Zeros and Ones durch seine fragmentarische innere Struktur auch klassische Geschichtserzählungen, also die Grand Narratives, die meist in sich geschlossene Erzählungen sind, die einen männlichen Held im Fokus haben. Das ist besonders in der Geschichte der Technologie der Fall, wo Frauen stets im Hintergrund agiert haben, auch wenn sie maßgebliche Fortschritte zu deren Entwicklungen beigetragen haben. Das radikale Neudenken von der Beziehung zwischen Flinter und Technologie in Zeros and Ones verorten das Buch in einer wahnsinnigen Aktualität und lenken den Fokus auf ein queer-feministisches Verständnis von Technologie.
Gerade in den letzten Jahren wurde das Buch dadurch immer wieder zitiert, was bedeutet, dass Plans Arbeit gerade jetzt, mit einigen Jahren Abstand, wirklich fruchtet. Sowohl V&S Matrix als auch Sadie Plant beziehen sich auf die frühen Texte von Donna Haraway, insbesondere auf A Cyborg Manifesto. In dem wegweisenden Artikel von 1985 hat Donna Haraway den Cyborg als eine Figur beschrieben, die selbstbewusst mit ihren Widersprüchen lebt, nämlich den Unterschieden zwischen Mensch und Maschine, Natur und Kultur oder Mann und Frau und so weiter. Doch wie kann so eine Akzeptanz radikaler Widersprüche tatsächlich aussehen? Haraway argumentiert, dass der rapide Ausbau technologischer Infrastrukturen uns dazu veranlasst, Identität, Körper und Subjektivität neu zu definieren. Der Cyborg ist eine Abkürzung für Cybernetic Organism und bezeichnet eine Identität, die sowohl aus biologischen als auch aus technologischen Anteilen besteht. Hier sehen wir zwei Interpretationen. Die linke Darstellung wurde für ein Buch von Donna Haraway verwendet und zeigt einen Cyborg, der sowohl mit der Natur, also wir sehen das hier in Form von der Landschaft, von der Löwin, von dem Kosmos im Hintergrund, als auch mit Technologie, also hier symbolhaft durch das Schaltbrett, die Tastatur und den Screen, verwoben ist. Rechts sehen wir eine zeitgenössischere Darstellung des Charakters Ava aus dem Film Ex Machina, von der widerständigen Heldin des Films. Das revolutionäre Neudenken von Lebensbegriffen demonstriert Haraway zunächst an einer scharfen Kritik an essentialistischen Feminismen, also jenen, die sich auf biologische Fundamente beziehen, um daraus ein Konzept einer universalen Frau abzuleiten. Stattdessen propagiert Haraway, dass Identitäten stets fluide und fragmentiert sind und maßgeblich moduliert werden, nicht nur durch soziale, sondern auch durch technologische Faktoren. Die Metapher des Cyborgs lässt somit Spielraum für Identitäten, die einander unterscheiden, anstelle diese unter einem Vorzeichen des Universalismus zu subsumieren. Das begründet dann auch eine neue Form von Politik. By the late 20th century, our time, a mythical time, we are all chimeras, theorized and fabricated hybrids of machine and organism. In short, we are cyborgs. The cyborg is our ontology, it gives us our politics. The cyborg is a condensed image of both imagination and material reality, the two joint centers structuring any possibility of historical transformation. Dieses Überschreiten von Grenzen, also jenen, die Maschine und Mensch unterscheiden, wird dabei zum konstanten Prozess. Dabei wird auch immer wieder klar, dass die angeblichen Gegensätze gar nicht so scharf definiert sind, wie es auf den ersten Blick vielleicht wirken mag. Denn wo fängt ein Cyborg eigentlich an? Vielleicht mit einem Bewusstsein außerhalb des menschlichen Körpers oder mit einem Herzschrittmacher? Machen Kontaktlinsen oder Piercings aus einem Menschen bereits einen Cyborg? Und gibt es überhaupt irgendjemanden, der oder die nur Mensch ist und kein bisschen Cyborg? Genau darin liegt die Stärke der Metapher. Anstelle tradierter Grenzen hochzuhalten, sollte der Fokus darauf wechseln, wie wir diese niederreißen und durch hybride, multiple Konzepte von Identität ersetzen. Das Cyborg Manifesto, das übrigens nicht wirklich die Form eines Manifestos hat, ist ein radikales Neudenken der Relationen von Gender und Politik vor dem Hintergrund einer sich ankündigenden technologischen Revolution. Historisch gesehen kann man es als sehr radikalen Akt lesen, die beiden Begriffe Cyber und Feminismus zusammenzuführen, indem man eben die Absicht erklärt, die binäre Ordnung der Dinge zu manipulieren, zu hybridisieren, zu infizieren, indem man die Umgebung des Netzes politisiert. Wir möchten uns hier die Begriffe Cyber und Feminismus noch mal ganz kurz einzeln in Erinnerung rufen. Der Begriff Cyber lässt sich auf die Kybernetik zurückführen, die Wissenschaft von der Steuerung und Regelung von Maschinen in Analogie zu lebenden Organismen, wie von Mathematiker, Philosoph und Kybernetiker Norbert Wiener geprägt. In einem Text mit einem Kollegen Arturo Rosenblut schreiben die beiden Autoren: We have decided to call the entire field of control and communication theory, whether in the machine or in the animal, by the name cybernetics, which we form from the Greek kubernetes, or steersman.
Der aus der Kybernetik abgeleitete Kurzbegriff Cyber wurde zu einem Oberbegriff für Anwendungen der virtuellen Realität, zum Cyberspace, sowie ein allgemeines für Computeranwendungen, wie zum Beispiel Cybercrime. Und schließlich findet es eben seine Anwendung in dem Konzept von Haraway, in dem Cyborg eine Plastizität von diversen Identitäten, etwa ein Hybrid von Mensch und Maschine oder Maschine und Organismus. Es gibt einen weiteren Begriff für den Cyberspace, der relevant ist für die Konzeption von Cyberfeminismus. Nämlich kommt dieser vor in William Gibsons Science-Fiction-Roman Neuromancer. Neuromancer war besonders relevant für die Entwicklung einer Vorstellung von einem verkörperten virtuellen Raum, der sensorische Online-Netzwerklandschaften projizierte. Mindy Sue, die Herausgeberin des Cyber Feminism Index, von dem wir auch gleich noch hören werden, betont in ihren Vorträgen immer wieder, dass der Cyberspace von Neuromancer durch einen männlichen Blick auf Fembots, Cyberbabes und die Darstellung von Frauen in typischen Assistentinnenrollen gekennzeichnet ist. Das mag stimmen. Wir wollen allerdings auch noch mal hervorheben, dass es durchaus emanzipierte Charaktere, die als weiblich gelesen werden, im Roman gibt. Als der Begriff Cyberfeminismus von verschiedenen Seiten aufgegriffen wurde, befand sich die Frauenbewegung am Beginn der Third Wave Feminism, also der kulturellen, ökologischen, sexpositiven, lesbischen, antipornografischen, postkolonialen und intersektionalen Feminismen. Es könnte also naheliegen, das Zusammenführen dieser beiden Begriffe Cyber im Sinne der Kontrolle durch den Steuermann und den Feminismus als ein mögliches Oxymoron zu lesen. Allerdings läge das nur wieder einer essentialistischen Annahme in Bezug auf Geschlecht und Technologie zugrunde, wie wir es etwa aus dem Ökofeminismus kennen, in dem Technologie mit der Herrschaft des Mannes über die Natur und somit auch über die Frau gleichgesetzt wurde und somit Technologie per se als negativ konnotiert wurde. Bezieht man sich aber eben konsequenterweise auf Cyborgs, auf das Cyborg-Manifesto, um den Ursprung des historischen Cyberfeminismus zu verstehen, so bedeutet das für den Begriff Cyberfeminismus ein Erneuerungspotenzial für die Vorstellung von diverser Agency innerhalb von virtuellen Räumen. Die Frage, what is Cyberfeminism, wurde auch an der ersten cyberfeministischen internationalen Zentral diskutiert. 1997 trafen sich ca. 40 Frauen aus 12 Ländern für rund eine Woche an der Documenta 10 in Kassel. Hier zu sehen nach einer Dinnerparty am Samstagabend. Wobei auch hier nochmal zu sagen ist, dass die Dinnerparty quasi eine künstlerisch-aktivistische feministische Tradition hat und hier auch so angewendet wurden. Während dieser CI gab es sehr viele Vorträge. Es gab quasi diese Separierung in Safe Spaces. Es gab eigene Radioshows. Es gab das Who's That Girl Quiz oder die Gender Bender Party. Obwohl es 1997 schon sehr viele Definitionen zum Cyberfeminismus gab, gab es während des Treffens große Vorbehalte gegenüber der Definition von Cyberfeminismus. Einige Teilnehmerinnen wünschten sich eine stärkere Verankerung und ein größeres Bewusstsein für die Geschichte von Frauenbewegungen. Andere hingegen hatten Vorbehalte gegenüber dem alten Stil des Feminismus der 70er Jahre, den sie als, ich zitiere, einengend, politisch korrekt, schuldbewusst, essentialistisch, technikfeindlich, sexistisch und nicht relevant für die Lebensbedingungen von Frauen in den neuen Technologien empfanden. Es herrschte, wie Yvonne Volkert in einer Review zum begleitenden Reader schrieb, eine kontroverse Vielstimmigkeit. In einem kollektiven Schreibprojekt, das Neugier wecken sollte, die Öffentlichkeit und die Presse provozieren sollte und spielerisch mit Sprache umging, entstanden schließlich die 100 Antitheses, von denen ich nur einige wenige in Englisch und Deutsch vorlesen werde. Cyberfeminism is not a fragrance. Cyberfeminism is not a fashion statement. Cyberfeminism is not ideology. Cyberfeminism is not using words without any knowledge of numbers. Und bei Nummer 40 heißt es schlussendlich, Cyberfeminism is not essentialist.
Vielleicht war es eben der Wunsch, sich durch Verweigerung einer verkürzten Identitätspolitik zu entziehen. Die interne Kritik, dass diese Thesen hier zu abstrakt seien, um als politische Organisationsstrategie zu funktionieren, wurde mit Verweis darauf geäußert, dass es doch schon sehr präzise feministische Theorien zu Sprache, Subjektivität, Körper und Technologie gäbe. Wir möchten hier allerdings darauf hinweisen, dass die Annahme, dass Feminismus basierend auf einer präzisen Theorie einen höheren Stellenwert hätte als eine gelebte feministische Praxis, eine relativ arroganten Annahme zugrunde liegt. Und an dieser Stelle möchten wir auch nochmal an das Manifest von VNS Matrix erinnern, das mit seinem Slime-Drenched Gamer Feminism und seinem anarchischen Sinn für Humor der sterilen Männerwelt des Computers etwas entgegensetzte. Und damit machen wir nun einen großen zeitlichen Sprung und werden uns Gamergate und dem Girl Online widmen. Ja, einer der bedeutendsten Konflikte innerhalb der Gaming-Community, der schlussendlich auch eigentlich mehr oder weniger das ganze Internet gespalten hat und weitreichende politische Konsequenzen mit sich zog, hört auf den kurzen Namen Gamergate. Was als Diskussion über Medienjournalismus und dem unfairen Verhältnis von AAA-Titeln, also den Blockbustern unter den Games und Indie-Games begann, wurde schlussendlich als antifeministische Hetzkampagne von dem Alt-Right-Movement gekapert. Die zahlreichen Formen des Widerstands gegen Gamergate und der Solidarisierung von Gamerinnen und Spieleentwicklerinnen ist schlussendlich deshalb so interessant, weil die Strategie als Blaupause für das MeToo-Movement verstanden werden kann. Doch zuallererst müssen wir uns die Gaming-Community und die Internet-Trolls ansehen, dessen gängigste Stereotype sich teilweise überschneiden. Trolls beheimaten 4chan, ein anonymes Imageboard, das mehr oder weniger der mythische Quell der meisten Memes, Hoaxes und Fake News ist. Gleichzeitig ist 4chan berüchtigt für seine beleidigende Sprache und Haltung, vor allem gegenüber marginalisierten Communities und insbesondere Flinter. Auch wenn die Kultur auf 4chan vor allem in der Tradition transgressiver Netzkulturen gesehen werden sollte, stehen Hate Speech und Online-Attacken auf dem Tagesplan, was Trolling und rechte Ideologien vor allem für Außenstehende de facto ununterscheidbar macht. In den Rules of the Internet, die ihren Ursprung in den frühen 2000er Jahren auf 4chan haben, heißt es zum Beispiel in Rule Nummer 30, die man hier leider nicht besonders gut lesen kann, there are no girls on the internet. Und falls doch, besagt die nächste Regel auch, man müsse es mit einem Foto beweisen. Sowohl 4chan als auch die Gaming-Community bestätigen unfreiwilligerweise oft den Stereotyp eines erwachsenen Mannes, der in seinen 30ern noch zu Hause lebt, sich von seiner Mutter bekochen und die Wäsche machen lässt, ansonsten kaum soziale Kontakte hat und keine Erfahrung mit Intimität besitzt. Als Gamerin selbst möchte ich aber betonen, dass das natürlich nicht heißt, dass Gamer zwangsweise frauenfeindlich sind. Im Zuge von Gamergate sind aber die vielen Überschneidungen zwischen Gamern, Trolls und den neuen Rechten ans Licht gekommen. Der Diskurs um Gamergate erstreckte sich über weite Teile des Jahres 2014 und deckte den tief verwurzelten Frauenhass in der Community, aber auch in der Industrie auf. Die anfängliche Empörung über ethische Standards im Videospieljournalismus entwickelte sich rasant zu einer monatelangen Welle an Misogynie, Cybermobbing und Belästigung. Den Anfang machte der sogenannte Zoe-Post von Erin Joni, 2014 ein Blog-Eintrag, der Spieleentwicklerin Zoe Quinn, seine Ex-Partnerin, beschuldigte, eine romantische Beziehung mit einem Journalisten für eine wohlwollende Berichterstattung eingegangen zu sein. Obwohl sich diese Anschuldigungen später als falsch herausstellten, löste dies den schnell als Quinspiracy bezeichneten Skandal aus. Ein Jahr zuvor hatte Quinn das Spiel Depression Quest veröffentlicht, ein textbasiertes Rollenspiel, in dem man die Rolle einer Person übernimmt, die an Depressionen leidet. Das Spiel war besonders in der Indie-Game-Szene sehr populär, was wiederum zu weiteren Vorwürfen gegen Quinn führte. So hätte Quinn große Spenden von Spielejournalistinnen auf Patreon bekommen und eine Affäre mit einem Jurymitglied einer Preisverleihung gehabt. Abgesehen davon, dass diese Vorwürfe nie auch nur annähernd untermauert werden konnten, sagt dies nicht wirklich etwas über Quinns ethische Standards aus in einer Branche, deren Würfel immer schon gezinkt waren. Darüber hinaus war der gesamte Diskurs von Misogynie durchzogen, die angebliche Empörung um journalistischen Ethos schnell verdrängte.
Von da an wurde es allerdings auch ein bisschen komplizierter. Medien warfen sich auf den Fall und inszenierten Gamergate als antifeministischen Skandal und fingen an zu hinterfragen, warum die Gaming-Community so wütend und sexistisch sei. Dies wiederum schürte den Zorn der Anhänger und der Bewegung, die tatsächlich Flinter hassten, provozierte aber auch diejenigen, die ursprünglich nur über schlampische journalistische Standards diskutieren wollten. Besonders auf 4chan führte dies zu so einer Welle an Trolling und Hass, dass es zu einer erstmals implementierten Zensur von Gamergate-Posts kam. Dies führte zu dem sogenannten Exodus auf 8chan, einem mittlerweile gelöschten Imageboard, das 4chan nachempfunden war, allerdings noch weniger moderiert war und daher noch extremere User anzog. Doch schon bald darauf äußerten sich immer mehr Frauen aus der Gaming-Branche lautstark ihre Unterstützung für Quinn. Spieleentwicklerin Brianna Wu repostete eine Version von Advice Animals Memes, also einer speziellen Form des Image-Makros, die ein frustriertes Kind zeigen, das Oppressed Gamergator genannt wurde. Das Bild war mit Texten versehen wie This is about corruption, tweets 500 things attacking women oder fighting an apocalyptic future where women are 8% of programmers and not just 3. Bereits am nächsten Tag wurde Wu auf 8chan gedoxt, also ihre persönlichen Daten veröffentlicht, was sie dazu zwang, umzuziehen und mehrere Jahre unter Decknamen zu leben. Ähnliches geschah mit Anita Sarkeesian. Die feministische Videospielkritikerin war Gast in einer Late-Night-Show, um über Gamergate zu diskutieren. Danach erhielt sie eine Welle an Vergewaltigungs- und Morddrohungen auf sozialen Medien und wurde mehrmals gedoxt. Im Wikipedia-Eintrag wurde ständig mit Beleidigungen überschwemmt und es erschien sogar ein Browserspiel namens Beat Up Anita Sarkeesian, dessen einziger Inhalt auch genau das war. Gleichzeitig wurde Gamergate insbesondere auf rechten Plattformen wie Breitbart befeuert. Der rechtsextreme Autor Milo Yiannopoulos inszenierte Gamergate als einen längst überfälligen Aufstand der Gamer gegen die Diktatur autoritärer linker Dogmen, in dem Versuch, einen scheinbar zugrunde liegenden Kulturkampf zu offenbaren. Die Rhetorik greift bereits vor auf die sogenannte Opfermentalität, die die Rechten später dann letztendlich übernehmen sollten. Wenig überraschend nutzten prominente Unterstützer wie Yiannopoulos Gamergate, um ihren Einfluss auf die Alt-Right-Bewegung auszuweiten. Insofern sollte Gamergate auch als ein Vorläufer der US-Präsidentschaftswahl 2016 und den ansteigenden Rechtsextremismus gesehen werden. Das Misstrauen und die Fragilität vieler männlicher Gamer wurde von diesen Medien ausgenutzt, um mehr Reichweite zu generieren. Dies wäre jedoch nie möglich gewesen, hätte es nicht von Anfang an explizite sexistische Tendenzen in der Gaming-Community und Industrie gegeben. Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit wurde der wütende Mob verärgerter Man-Children gekapert, um einen imaginären Feind zu bekämpfen. Aus feministischer Sicht ist es aber besonders interessant, wie Quinn, Sarkeesian und Wu mit der Kontroverse umgingen. Anstatt sich zurückzuziehen und nie wieder an die Öffentlichkeit zu treten, entschieden sie sich, ihre Karten offen zu legen. Sarkeesian nutzte ihre berüchtigte Popularität, um gegen Sexismus in der Spieleindustrie zu sprechen und sprach gemeinsam mit Quinn bei den Vereinten Nationen. Wu gründete einen Fonds zur Rechtsverteidigung gegen Online-Belästigung. Quinn, Galions Figur der Hexenjagd, widerstand dem Druck und kämpft seitdem gegen Sexismus in der Spieleindustrie. In einem BBC-Interview von 2015 erklärt Quinn, dass Gamergate immer, ich zitiere, glorifizierter Revenge-Porn meines wütenden Ex sein wird. Mit der Anschuldigung, die jeder erfolgreichen Frau gemacht wird, sie ist offensichtlich nur dort, wo sie ist, weil sie mit jemandem Sex hatte. Auch wenn Diskussionen um Gamergate teilweise bis heute andauern, steht das Phänomen für eine Haltung, die im Zuge des MeToo-Movements noch lauter werden sollte. Desillusioniert vom Status quo und womöglich auch von den großen Versprechungen der 90er Jahre, dass digitale Technologien alle Ungerechtigkeiten vermindern würden, setzen sich FeministInnen zur Wehr, indem sie sich miteinander über jegliche Grenzen hinaus vernetzen. Heutzutage in der Figur des Girl Online. Bereits 1998 schreibt Faith Wilder, Cyber Girl Ism. Judging by a quick net browse, one of the most popular feminist avatars currently offered to young women on the net is cybergirlism in all of its permutations. Web girls, riot girls, guerrilla girls, bad girls, etc. As Rosie Brodotti and others have pointed out, the often ironical, parodic, humorous, passionate, angry, or aggressive work of many of these recent girl groups is an important manifestation of new feminine subjective
and cultural representation in cyberspace. Cybergirlism generally seems to ascribe to a certain amount of net utopianism. Anything you want to be and do in cyberspace is cool attitude. Cybergirlism und die Haltung, everything in cyberspace is cool, as long as you own it, und die Just Do It Haltung kann als Vorgängerin von dem Girl Online gelesen werden, wobei das Girl Online eher einen allgemeinen Netzdystopismus anstelle eines Netzutopismus vertritt. So hat sich in den späten 2000ern und frühen 2010ern die Praxis des Girlblogging entwickelt, was einen bestimmten Umgang mit sozialen Medien bezeichnet, der vor allem auf Tumblr erfolgreich war. Ein Fokus liegt auf Ästhetik, vor allem aus den Cute- und Kawaii-Bereichen, zum Beispiel in Form von Moodboards. Aber auch ernsthafter Austausch über feministische Probleme, das gemeinsame Mitfiebern in Fandoms oder die Selbstinszenierung in Selfies gehören dazu. Die drei mitgebrachten Memes veranschaulichen diese Verschmelzung von Girl-Ästhetik und feministischer Ethik ganz gut. Aus There are no girls on the Internet wurde im Zuge der Verbreitung cyberfeministischer Inhalte also Everyone is a girl online. The Girl Online spukt also schon länger in verschiedenen digitalen Kulturen herum, wurde als Begriff aber von Alex Kitscho im letzten Jahr eingeführt. The Girl Online reflektiert Widersprüche, denen nicht nur, aber vor allem Mädchen und Frauen online ausgeliefert sind und bezieht sich auf die Spannungen zwischen feministischem Widerstand und Selbstkommodifizierung. Dabei ist die Identität des Girl Online fluide und wird vor allem durch ästhetische Prinzipien und der aktiven Teilnahme sozialen Medien bestimmt. Als diskursbasierte Persona wird das Girl Online als Mittel des Widerstands gegen traditionelle Vorstellungen von Weiblichkeit eingesetzt, zum Beispiel dem Madonna-Hure-Komplex. Insofern kann man sich über das Girl Online austauschen, als auch ein Girl Online sein. Anknüpfend also an cyberfeministische Ideen wie der inhumanen Verbindung zwischen Technologie und der Frau als marginalisierte Kategorie, lädt das Girl Online gerade auf Plattformen wie TikTok dazu ein, patriarchale Definitionen von Subjektivität, Schönheit, Beziehungen und Erfolg spielerisch in Frage zu stellen. Das Girl Online schreibt ihre eigenen Narrative, kuratiert ihre eigene Ästhetik und reclaimt so Sichtbarkeit und Selbstbestimmung vor allem in Online-Spaces, die historisch von Männern dominiert wurden. Dabei nimmt das Girl Online auch oft subversive oder bewusst unperfekte Stile als Form des Ausdrucks an. Kitscho betont, dass digitaler Selbstausdruck ein befreiendes Gegennarrativ sein kann zu den heteronormativen Schönheits- und Weiblichkeitsidealen. Haters will say that a girl online has no access to individual agency and political autonomy and is therefore an enemy of serious activism or seriousness at all. Lovers will reply that the girl is simply emptied of traditional humanist traits to make room for something else. She is closely networked with other minds, with an intelligence that is intuitive, cunning, and sophisticated, yet maligned and dismissed because it is little understood. In a post-platform economy, it is not just a question of wanting to be a girl as ironic posture of fun reality. The fact of the matter is that everyone has to be a girl online. Gleichzeitig kann man natürlich nicht bestreiten, dass der Diskurs um das Girl Online fast ausschließlich auf kommerziellen, algorithmusgesteuerten Plattformen stattfindet. In einer digitalen Landschaft, die von Viralität und der scharfen Konkurrenz von Engagement gekennzeichnet ist, sind klare Grenzen zwischen Selbstausdruck und unfreiwilliger Selbstausbeutung nicht mehr gegeben. Das wiederum kann das Moment feministischen Widerstands abschwächen. Trotzdem ist es ein wichtiger Wendepunkt, der viele feministische Überzeugungen in den Mainstream katapultiert hat. Kurz werde ich jetzt noch auf Girl Dinner eingehen. Der Hashtag Girl Dinner kursierte vor allem im letzten Sommer auf TikTok und bezog sich auf Videos, in denen User ihr Abendessen präsentierten und die mit dem charakteristischen Girl Dinner Sound unterlegt waren. Manche von euch haben es sicher gesehen. Anstelle großer Dinner wurden typischerweise Teller mit einer scheinbar zufälligen Ansammlung verschiedener Snacks gezeigt, zum Beispiel Käse, Obst, Nüsse, Oliven. Im deutschsprachigen Raum ist ein kaltes Abendbrot zwar weit verbreitet, im globalen Diskurs um Girl Dinner spitzte sich in den Kommentarspalten der Videos aber noch eine andere Lesart zu. Da sich die Bezeichnung des Girl vor allem auf junge, alleinstehende Frauen bezieht, kann man ein Girl Dinner auch als Widerstand gegen häusliche Erwartungen an Frauen sehen, die im Zuge einer heteronormativen Partnerschaft oder Ehe vielleicht eher hinter dem Herd erwartet werden, um eben ein richtiges Abendessen auf den Tisch zu bringen.
Insofern ist ein Girl-Dinner für manche nostalgisch, eine Erinnerung an ihre Jugend, für andere eine Warnung, welche Freiheiten zugunsten patriarchalen Drucks vielleicht gefährdet sind. Wiederum andere kritisierten Girl-Dinner für eine latente Obsession mit Ernährung und als Propaganda für ungesunde Essgewohnheiten. Das ist aber natürlich auch vor allem als Mittel der Ironie zu verstehen. Das Aufzeigen von Klischees mit Mitteln der Ironie, wie wir es eben gerade von dem Diskurs über Girl Online gehört haben, war auch eine Methode, derer sich die frühen Cyberfeministinnen bedienen. Wir sehen hier nochmal ein Mauspad der Künstlerinnengruppe Innen und ich sage hier nur Did Daddy Love You? Es gibt hier so eine Umfrage, die eben sehr viele Klischees und Stereotypen aufgreift. Auf jeden Fall war es so, dass die Frühphase des Cyberfeminismus war durchaus sehr euphorisch über die Möglichkeiten der virtuellen Räume, etwa in Bezug auf den Körper. Ich erinnere euch an VNS Matrix, who kind of had this direct connection to the Matrix with the clitoris. Oder aber auch über die Möglichkeiten von dezentralen Netzwerken in Bezug auf Governance and Self-Governance, jenseits des Patriarchats. Es war in dieser Phase, dass die Technik noch eher positiv konnotiert war. Doch heute ist es absolut klar, dass Technik niemals neutral ist und dass die Frage nach der Materialität und den Produktionsweisen von Technik ebenso eine Rolle spielt wie die kapitalistischen, politischen und sozialen Strukturen, mit denen Technologien verbunden sind. Heute wissen wir, dass sich soziale Medien mit physischen Räumen überschneiden, dass digitale Infrastrukturen und soziale Subjektivitäten im Sinne dessen, was wir als Cyber bezeichnen, in einer verschmelzenden Offline-Online-Welt agieren. Die heute vorherrschenden Netzwerktechnologien spiegeln die genau gleichen Exzesse wider wie die sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten der allumfassenden heteropatriarchalen, kolonial-kapitalistischen Strukturen, in denen sie entwickelt wurden. Angesichts dieser gewalttätigen und toxischen Wirkung des technoliberalen Ursprungs dieser Systeme, von denen wir heute alle abhängen, möchten wir abschließend auf die von Sarah Ahmed entwickelten Werkzeuge für ein feministisches Über-Leben hinweisen. In ihrem Buch Living a Feminist Life sowie in ihrem Blog Feminist Killjoy beschäftigt sich Sarah Ahmed mit den alltäglichen Praxis des Feminismus und bietet eine Analyse und der Herausforderungen der Feministin in institutionellen Kontexten. Wobei ich hier erwähnen möchte, dass Sarah Ahmed eigentlich jenen Feminismus, der nicht intersektional ist, als Bullshit bezeichnet. Obwohl Ahmed ihre Analyse mehrheitlich auf das universitäre Umfeld, in dem sie tätig war, bezieht, möchten wir vorschlagen, das Internet, wie wir es heute kennen, als soziale Institution zu begreifen, um so eben auch die Logiken von Ahmed auf diesen Raum zu übertragen. Es gibt zwei zentrale Themen des Buches Living a Feminist Life. Es ist die Ablehnung institutioneller Macht und Machtmissbrauch sowie die Praxis der Beschwerde, des Complaints, als eine Form des Widerstands. Sarah Ahmed analysiert, wie institutionelle Machtstrukturen oft feministische Ansprüche und Stimmen unterdrücken. Sie zeigt auf, dass viele Institutionen, sei es in der akademischen Welt, Unternehmen oder in anderen Organisationen, von patriarchalen und rassistischen Machtverhältnissen durchzogen sind. Diese Machtverhältnisse werden sehr oft durch formale und informale Regeln aufrechterhalten. An dieser Stelle möchte ich nur ganz kurz eine Arbeit von den Guerilla Girls zeigen, die 1987, also eben 10 Jahre vor dem Cyberfeminismus entstanden ist. Und es fragt sich, warum immer nur weiße Männer? Es ist eine Arbeit, die auf der Documenta kursiert ist. Und es soll einfach nochmal zeigen, dass quasi diese soziale Institution Internet ist in einer langen Tradition von strukturellen Ungleichheiten innerhalb von Institutionen eingebunden. Es ist also nicht so, dass das auf ein spezifisch problematisches Verhältnis von Technik und Frauen zurückzuführen ist, sondern einfach auf unsere patriarchalen Strukturen, die globalisierten Institutionen prägen. Wenn nun also VNS Matrix den Big Daddy Mainframe sabotierte,
das Old Boys Network den männlichen Dominanzanspruch an Technik herausforderte, das Geek Girl die eigenen Bedürfnisse und Utopien im World Wide Web gestaltete und wenn quasi auch Frauen wie von Gamergate diesen öffentlichen Sexismus anprangerten, dann haben sie das gemacht im Sinne von Ahmed aus einer Beschwerde heraus, aus einem deutlichen Nein. Und damit möchten wir auch enden, indem wir nochmal mit Sarah Ahmeds No enden. No, a short word, a snap perhaps. No, as negative speech, a complaint. No, what you say, you do not want to proceed. No, when you do not agree to something. No, as an address delivered to a person or made against a system or given in a situation. No, what you announce by what you do or not do, do with your body as a gesture, as a withdrawal. For feminism, no is political labor. Und damit möchten wir auch unseren Vortrag über feministischen Widerstand beenden. Dankeschön. Mm-hmm.